Hallo meine Lieben, heute mache ich Hühnerfleisch in Rahmsoße. Hier habe ich 3 Hühnerkeule. Ich habe sie schon abgewaschen, schön geschnitten, so auf solche Stücke. Und dann brauche ich noch 2 Zwiebeln, 2 Knoblauchzähnchen, ein Rührblatt, ein bisschen Salz, Pfeffer. Das ist Hühnerbrühe, nehme ich auch noch für die Soße. Öl, bisschen Zucker und Schmand. Hier habe ich 200 Gramm. Zuerst mal salze ich das Fleisch. So, nach Geschmack. Und den Pfeffer nehme ich da hier rein, den schwarzen Pfeffer. Die Brühe kommt in die Soße. Und das muss ich alles schön so verreiben. Die Pfanne habe ich schon aufgestellt auf den Herd. Jetzt gebe ich ein bisschen so Butter hier rein. Und die Butter brennt immer so schnell. Ich nehme noch ein bisschen Öl. So, dann brennt die Butter nicht so schnell. Jetzt kommt das Fleisch hier rein. So. Das muss ich ganz schön anbraten. Ich habe das Feuer ganz nach oben gestellt. Das ist ganz, muss das ganz richtig heiß sein. So. Und dann kommt das Fleisch. Das Fleisch müssen wir nur knusprig anbraten auf beide Seiten. Das braucht man nicht zu Ende braten. Einfach so nicht abdecken, so einfach anbraten. Das Fleisch bratet sich und ich schneide jetzt ganz fein die Zwiebeln. Einmal noch so durch. Das muss man ganz fein schneiden. Und nicht vergessen, unser Fleisch umdrehen. So. Die Zwiebel schneide ich gleich und den Knoblauch schneide ich auch noch. Ja, das Fleisch drehe ich jetzt um. So ist das angebraten schon. Brate ich jetzt die zweite Seite. Die Zwiebel habe ich geschnitten und jetzt schneide ich den Knoblauch. Ich verdrücke ihn so ein bisschen immer. So fein wie die Schirren das machen. Knoblauch habe ich auch schon geschnitten. Jetzt machen wir die Soße fertig. Und wir schießen. Ich fülle nicht alles zusammen. So kommt der Schmand hier rein. Hühnerbrühe. Warte mal, diese Pfeffer. Und heißes Wasser. 300 ml habe ich hier. Und hier rein kommt noch so 2 Esslöffel Mehl. Und hier mische ich das alles. Das haben wir alles fertig. Das Fleisch ist auch schon gebraten. So sieht das jetzt aus. Sehen Sie, so knusprig alles. Aber das Fleisch ist noch nicht fertig. Das kommt noch jetzt in die Soße hier rein. Jetzt nehme ich das Fleisch raus. Und
hier in die Pfanne kommt jetzt die Zwiebel rein. Jetzt kommen die Zwiebel hier rein. Das brate ich. Die Zwiebel brate ich ganz so ein bisschen goldbraun an. Ich gebe noch zu den Zwiebeln so ein bisschen Zucker. Die Zwiebeln braten sich. So, jetzt kommt die Soße hier rein. Das gemischt ein bisschen alles so. Jetzt kommt das Fleisch wieder hier rein in die Soße. So. Das muss jetzt langsam, ich mache das vorher schon niedriger, stelle ich niedriger. So. So mache ich ein bisschen die Soße drauf. Jetzt decke ich das ab mit einem Deckel und lasse es so kochen. Ungefähr 20 Minuten. Ganz langsam. Mach noch niedriger. Auf ganz kleine Stufe. Das soll nicht so toll kochen. So, das decke ich jetzt ab und lasse ich so kochen. So, das kocht so. Ich gebe jetzt hier rein den Lorbeerblatt und den Knoblauch. So, jetzt mache ich das noch einmal zu und lasse ich noch so 5-8 Minuten kochen. Mein Essen ist fertig. So sieht das alles jetzt aus. Das Fleisch ist ganz gar. Ich habe schon probiert mit Gabel. Alles gut. Und wenn hat das Ihnen gefallen, kochen Sie nach. Das schmeckt sehr, sehr lecker in solcher Soße. Rahmsoße, das schmeckt immer lecker. Jetzt kann man auch noch ein bisschen Dill dabei machen. Oder Petersilie. Wer was will. Und ich habe noch gekocht Reis. Kann man auch Kartoffelpüree machen. Oder was anderes abkochen. Nudeln zum Beispiel. Kann man alles zum Garnier machen. Ich habe heute Reis gemacht. Und ich wünsche alles Gute. Guten Appetit. Bleiben Sie gesund. Wenn hat es Ihnen gefallen, schreiben Sie mir Kommentare, stellen Sie mir Daumen nach oben, abonnieren Sie meinen Kanal und bis nächstes Mal auf meine Küche. Tschüss!